Danke. Gut, dann gehen wir nochmal hoch und gucken da wegen dem Wecker. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Nee. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Oh wei. Na gut, ich glaube, wir müssen dann hier vorne raus. Na gut. Oh, die ganze Steuerung hier, das mit dem Schnellen. Okay, es ist wieder neblig, wie wir es schon kennen. Der Mond ist diesmal zu sehen. Was haben wir hier hinten? Ich gucke mal, ob wir hier was finden. Okay, hier ist nichts. Haben wir hier hinten noch was? Kleinigkeit? Irgendwas? Ja, kein Wunder, wenn ich jetzt hier irgendwas verpasse. Okay, anscheinend haben wir nichts. Doch, da ist was. Ist gut, wenn man nachschaut. Auch keine Manuskriptseite oder so als ähnliches gesehen hier. Ne, da hinten ist auch nichts. Nix. Na gut, dann ab, los geht's. Puh, also Alan Wake macht momentan ziemlich viel Spaß. Ich werde hier warten, Al. Ich halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt, Al. Ich schließe dir die Tür ab. Ja, will ich hoffen. Hier ist ein Pickup. Manuskriptseite. Ah. Und Terrain hören. Barry zweifelt an Ellie. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagen, für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Ja, aber er weiß nicht, was wir hier alles durchmachen. Und hier gibt's auch nichts. Wie es aussieht. Huch. Benutzen. Muss ich jetzt nur ein Auto fahren oder wie? Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Ich nehme lieber das Auto. Ich weiß ja nicht, was da alles. Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit. Na gut. Und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Na gut, dann eben laufen. Laufen, 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 laufen. Und das kommt, ist ja nicht dunkel. Nein, passiert ja nichts. Wir werden sowas von wieder Stress kriegen. Hier irgendwas? Nö. Ah, hier ist ein kleines Häuschen. Hier ist wieder was. Ich schalte ein erstmal. Und Radio an. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Da war doch gerade. Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Da war doch gerade so ein Vieh. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will
will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Da war einer. Also heißt das, ein Weg wieder bis dahin. Oh, das wird wieder ein... Oh wei, ich will nicht mehr. Oh. Ich gehe mal hier drüben noch mal gucken. So. Schauen, ob hier was ist. Hier ist nichts. Ah, da war definitiv einer. Ich glaube, wir müssen bis da hinten hin. Ist alles so ruhig und still. Was ist das? Ein Beben? Puh. Ist das nichts? Puh, ich bin ein bisschen ruhig. So, gut. Dann schauen wir mal hier. Lover's Peak, da müssten wir hin. Moonshine Cave, Elderwood, National Trail. National Trail, so. Hier ist noch ein Häuschen, aber... Ist hier vielleicht irgendwas drin? Beziehungsweise, wo ist der Eingang von dem Ding? Hier hinten. Also kommen wir nicht hin, das ist nicht gewollt. Gut, wir müssen hier rein. Okay, keine Manuskriptseite hier. Oh. Blut. Ja gut. Fernseher einschalten. Lichtschalter geht hier nicht. Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Okay, hier ist auch nichts. Heute Abend... Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Waren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und ich zähle den festnehmenden Beamten? Keine Ahnung. Des Opfers wiederholt mit ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an. Wow, das war mal. Na dann mal sehen, wie es weitergeht hier. Gucken wir weiter. Das ist ein Phone. Wanderweg. So, hier oben haben wir auch wieder eine Hütte. Ich hoffe, hier haben wir ein neues Manuskript. Ja. Sehr gut. Klub.
So. So weit unten? Rose und Rusty. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht ihr Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Ja, so ist das halt. Wenn jemand einen liebt, aber der andere halt die Liebe nicht erwidert. Werden viele von euch kennen, ich kenn's auch. So. Aber hier ist noch alles zu ruhig. Das ist mir zu ruhig hier momentan. Puh. Kontrollpunkt erreicht. Manuskript. Okay, Rusty stirbt. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Auf welcher Seite? Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Puh. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Nein! Ah! Nein! Nein! Was ist das? Mist. Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helf mir! Oh oh. Was haben wir hier? Thermosflasche? Da hinten ist was. Ach, das ist der Stromkasten. Ich gucke erstmal hier rein. Das Rangerbüro war abgeschlossen. Ich brauchte einen Schlüssel. Ja, den wird Rusty haben. Gucke mal hier hinten hin, bevor wir weitermachen. Ist nichts. Ich sehe auch kaum was hier. Nichts. Manuskriptseite. Rusty wird vom Dunkeln angegriffen. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Oh wei. So, haben wir hier noch irgendwas? Scheint nicht. Hallo? Hier hinten! Ich bin hier hinten! Hallo! Helfen Sie mir! So. Geht nicht rein. Ich bin hier! Ich bin verletzt! Ich kann mich nicht bewegen! Ah, das hat's überlebt.